Wow, 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 jetzt kommen wir ganz schön ins Trudeln. Ah gut, ich glaube für Gold reicht das allemal hier. Wir müssen ja jetzt nicht drauf aus sein, unsere Kollegen hier zu schlagen. Sondern wir sollten drauf aus sein, Gold zu kassieren, damit wir die Speedlist abschließen können. Darum geht es ja in allererster Linie. So ein schönes Versteck. Gut zu wissen hier. Und wir fahren hier gerade den Bergpass hinunter, wie es aussieht. Da ist wieder ein Racer, den wir aber leider nicht gleich herausfordern können. Kopf an Kopf rennen haben wir aber nicht. Aber wir haben einen Schockwellentreffer. Ah, ja, ja. Hätte ich fast vergessen hier. Wow! Ach, diese Passanten. Ich sag's immer wieder, Leute. Racer von hinten gerammt haben wir auch gleich gemacht. Also, das ist ja super. Da muss uns jetzt bloß nochmal ein Racer unterkommen. Aber ich glaube, die kommen schon nach und nach. Die finden wir doch immer wieder hier. Die gibt's doch wie Heu im Heuhaufen, die Racer. So. Bisschen das Sprichwort rumgedreht, damit es passt. Ah, jetzt sind wir hier schon. Aha, guck mal an. So schnell kann man vom Schnee in der Wüste sein. Das ist verständlich. Hier 40 Grad, überhalb vom Tunnel minus 80 Grad so ungefähr. So, das sind halt hier die ganzen Zonen, die man durchwandert. Wir sind jetzt schon wieder 5000 Kilometer jetzt gefahren, seitdem wir das hier begonnen haben. Da ist wieder ein Racer, den können wir von hinten rammen und dann die Schockwelle gleich machen. Komm schon. Zack, jawohl. So muss das sein. Ha, Racer von hinten gerammt, haben wir schon abgeschlossen. Schockwelle. Müssen wir noch zweimal welche treffen. Aber ansonsten kommt auch gleich das erste Zeitfahren. Der erste Abschluss zumindest. Ja, jetzt gehen wir mal richtig Nitro hier. Wow. Ja, 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 ja. Also wenn du einen richtigen Speed drauf hast, dann wird die Karre auch leicht unkontrollierbar. Also ist ja normal. Das entspricht ja der Realität. Das ist ja schon mal ganz gut so. Das Driften, die ganzen Attacken etc., die entsprechen schon nicht mehr der Realität, aber so ist es halt. So, da ist wieder ein Racer. Zack. Boah, den haben wir auch schön weggeklatscht. 3 von 4 haben wir schon getroffen mit einer Schockwelle. Jetzt brauchen wir bloß noch einen. Und dann halt ein Zeitrennen am besten noch. So, und dann natürlich noch die 100.000 Speedpunkte komplettieren, nicht wahr? Also die machen wir gleichzeitig mit den Rennen. So, hier lade ich mal fix auf. Zack. Da sind wir wieder fresh unterwegs hier. Und können uns zumindest mal einen neuen Racer suchen. Das ist kein Zeitfahren, ne? Das war ein Hot Pursuit. Pursuit, wie man es auch immer ausspricht. Wie spricht man es eigentlich aus? Pursuit oder Pursuit? Ich glaube Pursuit, oder? Es gibt auch so ein Spiel, Triple Pursuit oder irgendwie sowas. Glaube ich, mich daran erinnern zu können. Oder mal von gehört haben zu können. Na, das ist auch eine lange Strecke. Hier kannst du auch Highspeed-Rekorde aufstellen, hey. Da ist doch wieder ein Racer. Jawohl, der fährt auch in unsere Richtung. Super. Zack. Auch eins reingeklatscht. So nimmt uns die Polizei eigentlich fest. Ja, ja. Moment, ich drehe mal um und gehe in den Unterschlupf rein. Haha. So, 32.000 Speedpunkte. Einfach mal gut schreiben. Und wir lassen uns einfach mal bei einem weiteren Zeitfahren rausbringen, weil so sparen wir uns ein bisschen Zeit, würde ich denken. Ich denke mal, die Zeit zählt nur, wenn man im Spiel ist, oder? Das heißt, wenn man in so einem Unterschlupf geht und woanders wieder rauskommt, hat man Zeit gespart bei einer Speedroller. Also ich weiß es nicht. Ich vermute mir das so. So, 32.000 Speedpunkte. Aber wir müssen ja die 100.000. Ah, das habe ich jetzt ganz vergessen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. So, wir machen mal das Zeitrennen hier. Und wir können ja jetzt die 100.000 sammeln. Jetzt müssen wir die 100.000 sammeln, weil sonst haben wir verkackt. Ach, ich verdammt, da hätte ich ja gleich weiterfahren können. Bei so einem Koprennen, da sammelt man auch gut Speedpunkte. Aber naja, gut. Habe ich jetzt halt nicht mehr dran gedacht, an die 100.000 Speedpunkte. So, aber hoffen wir mal, dass wir die auch trotzdem schnell genug bekommen. So, zack, Speed geben. Speed geben.
So, mal gucken, ob wir noch auf andere Racer stoßen, die wir vielleicht ein bisschen ärgern können. Oder die Polizei am besten halt. Da bringt es richtig Speedpunkte. Boah, die sind in welche. Boah, 366 km/h der Nico Greg oder wie er heißt, gefahren. Wie ist denn das gemacht, Kollege? Sag das mal. Bestimmt mit der schnellsten Karre, die es gibt, sozusagen. Zack, den haben wir auch nochmal weggeklatscht. Gibt ja Speedpunkte. Zack, den auch nochmal weggenommen. So, ach, ich hätte auch da lang fahren können. Egal. Hier kann man halt drumherum fahren. Das ist ja weniger schlimm, wenn man die Abkürzung nicht nimmt. So, jetzt geben wir ein bisschen Nitro hier. Na, guck mal, wir kommen ja auch auf 321 km/h. Mehr ist zur Zeit bei dem Galado hier nicht drin. Doch, 322. 322 km/h. Leck mich am Fuß. Leck mich an die Fiese. Eieiei, ein Kopf, ein Kopf. Jawoll. Zack, weggeklatscht. So muss das sein. Von wegen Officer benötigt Verstärkung. Nix benötigt der Verstärkung. Na, wobei doch, der kann ein bisschen Verstärkung kriegen, sonst kriegen wir die 100.000 Speedpunkte nicht. Aha. Logisch gedacht. Das Praktische mit dem Nützlichen verknüpfen. Eieieiei. Da hätte ich in der Mitte durchfahren können, aber ich war gerade so in der Annahme, dass in der Mitte ein Nagelband liegt, deshalb bin ich da nicht durchgefahren. Aber man kann da ja durchfahren, wo die Schilder stehen, das muss man sich merken. Aber wo die Schilder sind, durchfahren. Und da, wo die Schilder stehen, können ja nicht gleichzeitig Nagelbänder liegen. Oh, eieiei, das war gerade knapp. Ganz knapp das Nagelband umgangen. Da war auch wieder ein Racer. War der Stufe 8? Ich glaube, der war Stufe 8, oder? Sah so aus. So, wir wollen das Zeitrennen gewinnen. Wir können euch nicht rankommen lassen, Polizisten. Ihr Ehrenwerten. Wir müssen nämlich das Zeitrennen, wie gesagt, gewinnen. Da müssen wir schnell sein. Schneller wie Speedy Gonzales. Wow. Eieieiei. Start an letzter Position. Jetzt hat er es aufgegeben anscheinend. Ah, ein bisschen Speed verloren hier. Das ist auch eine ziemlich lange Strecke hier, das Zeitfahren. Ah, da vorne ist schon das Ziel. Ich sehe es schon. Ich sehe es doch schon. Und yes. So, beendet. Gold bei Zeitfahren. 1 von 2? So, 1 von 2, wir haben da vorne auch eins gemacht, oder nicht? Das ist mir jetzt ein bisschen merkwürdig, kommt mir das vor. Hier ist auch noch ein Zeitfahren. Halt! Ach, das sind wir sogar in der richtigen Richtung gewesen. So, das akzeptieren wir auch gleich mal. Hatten wir das andere Zeitfahren nicht mit Gold abgeschlossen? Ich weiß es gar nicht mehr. Na gut, machen wir jetzt halt das hier. Und sammeln die 100.000 Speedpunkte natürlich. Ich dachte doch, das andere hätten wir mit Gold abgeschlossen. Das ist ja merkwürdig. Wow. Sehr merkwürdig. Halt, bevor wir in den Unterschlupf gegangen sind, dachte ich, wir hätten das mit Gold abgeschlossen. Naja, Wayne. Jetzt müssen wir die 6 Kilometer noch mit Gold abschließen. Und dann würde ich sagen, mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Natürlich muss ich da auch die 100.000 Speedpunkte haben. Ja, wir stehen ja bei 25.000. Das sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus. Und das hier scheint eine reine Autobahnfahrt zu sein. Also so wie es jetzt aussieht. Ja, da können wir doch bestimmt auch einiges noch rausholen. Ah, das ist wieder ein Racer. Zack, weggeklatscht. Jawoll. Wow. Das war knapp gerade. Aber gut gemeistert. So, wir fahren mal durch. Die liegt optimal hier auf dem Weg. Zack, repariert. Unsere Heckstoßstange ist wieder dran. Korrekt, die war ein bisschen abgefallen, glaube ich. So, ach, die Kurve war ja auch richtig geil genommen.
richtig geil. So, da waren Spieler unten. Die Spieler haben ja immer diese großen Dreiecke. Und die NPCs, die kleineren. Zack. So, Riverside Drive also. Da befinden wir uns gerade. 28.000 Speedpoints. Das ist wieder eine Werkstatt, aber die brauchen wir im Moment nicht. Nix damit, Straßensperre. Die haben wir schön umfahren. Und das ist Ziel. Yes. Zeitrennen 2 ist abgeschlossen. Das heißt, jetzt können wir hier so richtig Crash geben. Na, kommt schon, Polizisten. Zack. Schockwelle eingesetzt. Jawohl. Oh Gott, da kommt der Heli. Da kommt der Heli. Jetzt schicken sie ihn vorbei hier. Die Halunken, 60.000 Speedpunkte auf einmal. Was geht denn? Das ging jetzt schnell. Wir hatten doch gerade noch 30.000. Jetzt mal fix verdoppelt hier. Haha, ich war hier lang, hätte nicht gedacht, wa? Kollege. So, fahren wir hier mal einen Berg hoch. Was? Ach nein, sag bloß. Sag bloß deine Ach nee, oder? Boah, das ist jetzt mies. Das ist mies. Verbindung zum Host wurde getrennt. Das heißt, wir haben jetzt keine 100.000 Speedpoints mehr, oder? Oder fangen wir da jetzt weiter an? Also, das wäre ja richtig mies. Gut, ich glaube, das Rennen und so weiter, das müssten wir sicher haben. Fragezeichen. Ich schaue halt mal fix. Aber wenn wir das jetzt wieder von vorne machen müssen, mache ich halt jetzt gleich eine Aufnahmepause. Also, aber das wäre richtig mies, Leute. Also ich höre... Hallo, ich höre schon wie... Jetzt... Ah ja, okay, okay, okay. Es geht weiter, es geht weiter. Gott sei Dank. Zack, weggeklatscht. Puh, das wäre ja richtig mies gewesen. So, ist eine Werkstatt. Optimal. Boah, das wäre echt richtig mies gewesen. Wenn das jetzt alles weg gewesen wäre. Zack, wieder weggeklatscht. Wow. Halt, da bremse ich und fahre auf die Autobahn. Da war nämlich der Racer. Kann man den gleich herausfordern nochmal. Und hier ist nochmal eine Werkstatt. Ja, super. So, da vorne ist der Racer. Können wir den gleich nochmal herausfordern. Jawohl, es geht geradeaus. Super. Zack. Gerammt die Sau. Unser ESF ist jetzt ziemlich schnell weg, oder? Es blitzt gar nicht mehr. Ich dachte, das hält eine Zeit lang. Zack. Schockwelle eingesetzt. Wow, 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 scheiße. Jetzt sind wir durchs Nagelband wieder gebrettert hier. Nur mit einer Seite. Aber wir sind Erster. Ich glaube, der ist irgendwie weggeflogen. Sah sehr merkwürdig aus dem anderen Racer widerfahren ist. Zack. Das sieht auch merkwürdig aus hier. So, wir haben wieder komplette Reifen. Vorne ist eine Werkstatt. Die nehmen wir mal mit, würde ich sagen, oder? Nehmen wir sie mal mit. So. PSF aktivieren wir. Zack, Schockwelle nochmal reingeklatscht. Wow, hier Straßensperre, aber schön umgangen. Schön umgangen. Auch ein schöner Drift wieder. Und wir sind gerade Erster von 2. So, 82.000 Speedpoints. Ah, hier Ziel. Yes! Als Erster beendet. 89.000 Speedpunkte. Am Ziel wieder erfasst, am Ziel wieder erfasst. Schön für euch, wenn ihr das Ziel erfasst habt. Ey, da vorne ist ein Racer. Boah, können wir die mitnehmen? Können wir mit denen Rennen fahren? Wow! Das wäre es ja gewesen. Wo sind die lang? Die sind da oben lang. Boah, der Heli, der nervt jetzt. Heli, hau ab.
Hau ab, du böser Heli. Boah, hier einen schönen Sprung hinlegen. Wow! Wow, was hat das denn? Ach, du Heiliger. Ah, das war jetzt gerade nicht so optimal, der Sprung. Wow, zack. Uiuiui, da kamen uns aber einige Polizisten entgegen hier. So, jetzt müssen wir denen noch entkommen. Natürlich noch die 100.000 Speedpunkte komplett machen, aber ansonsten würde ich sagen, entkommen ist die Devise hier. Zack. Jawohl, das Rennen startet hier vor. Das ist ja optimal. Wow, da hier ein Nagelbänder. Unwirksam, so muss das sein. Unwirksam, so macht das Spaß. Straßensperren, entkommen. Ja, auf doch, das macht euch gefasst. So, ja, 95.000 Speedpunkte. Das heißt, wenn wir dieses Zeitrennen abgeschlossen haben, boah, das ist knapp wieder, müssten wir eigentlich so weit sein, dass wir dieses, wow, die Speedlist abschließen können. Wofür der lang? Ah, da oben. Da fahren wir auch da oben lang, weil den können wir jetzt rammen. Jetzt kommt die Schockwelle und das ESF. Zack. Jawoll. Yes. So, halt. Hier war gerade ein Heim. Da können wir schnell reingehen. So, akzeptieren. Jawoll. In den Unterschlupf rein. 148.000 Speedpunkte. Und Speedlist abgeschlossen. So muss das sein. Puh. Ja, da haben wir es ja richtig exakt geschafft. Wir haben die 100.000 Speedpunkte jetzt im Prinzip direkt neben dem Unterschlupf geknackt. Das ist ja optimal. 15 Minuten 43. Sehr schön. Rang erhöht. Ja, alles erhöht. Was gibt es jetzt für ein Auto? Ein Porsche. Was ist denn das für einer? Nicht schlecht. Eieieiei. Ist doch der Spider, oder? 911 Spider oder irgendwie sowas? Das Rennen öffnet mir die Augen. So, Kapitel 5. Schafspelz noch immer. Erziele 5 Treffer mit dem EMP. Goldpelz, Herren, Zerstörer, ein Racer, Slammer, 8 Racer. Gewinn. Oh Gott, das ist ja eine Menge hier, was man hier zu tun hat. Hier ist es aber auch nicht weniger. Gut, dann machen wir das einfach. So. Aber das machen wir beim nächsten Mal, denn jetzt mache ich eine Aufnahmepause, wir sind in Stufe 15 und beim nächsten Mal würde ich sagen, geht's direkt weiter als Racer und bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Kelle, bye.